Ja, vielen Dank, Frau Förbitschik-Omas. Jetzt sind Ihre Fragen gefragt. Vielleicht kann man ein bisschen Licht bekommen. Dann dürfen wir Ihre Hände sehen. Hier vorne gleich. Klären Sie mich doch mal auf, was ist denn Ketamin? Ketamin ist die Tochter des Fenciclidin, das ja in den USA PCP Angel Dust eine große Rolle spielt, hier in Europa gar nicht vorkommt, wird auch gar nicht angeboten, interessanterweise. Und man hat das Fenciclidin damals als IV-Narkosemittel entwickelt. Man hat festgestellt, das war so, ich glaube, 1956 um den Dreh rum, dass das ganz massive Aufwachhalluzinationen macht und hat es deshalb vom Markt genommen. Vor allem die Gynäkologen hatten das Problem, das hat man eingesetzt für kleinere chirurgische Eingriffe. Es hat den Vorteil, dass die Leute in der Narkose weiter spontan atmen. Da hat man gesagt, für kleine chirurgische Eingriffe ist es ideal. Spritze, Patient verliert das Bewusstsein, atmet weiter, wir machen die OP, wird schnell wieder wach. Und dann wurden leider Gynäkologen von Frauen vor Gericht zitiert, die sexuelle Übergriffe unter Eid ausgesagt haben. Sich dann aber herausstellte, weil immer eine zweite Person anwesend war, das hatte nie stattgefunden. Und dann ist man drauf gekommen, dass das massive Halluzinationen macht, hat es vom Markt genommen. Die Weiterentwicklung von Fenciclidin ist das Ketamin. Das wird in der Notfallmedizin normalerweise eingesetzt, wenn Sie viele Verletzte haben, die Sie nicht alle beatmen können, die aber in Narkose müssen, weil sie ein Blutkoma haben. Und es hat vor allem in der Schulszene dann irgendwann sich durchgesetzt. Erstens haben Sie angefangen, Ketamin, ja, Spritze ist doof, in der Mikrowelle heiß gemacht und inhaliert, geht aber nicht so gut. Und mittlerweile gibt es Leute, die gehen dazu über und spritzen sich das in die Bauchdecke und es macht Halluzinationen. Die können sehr positiv sein, ähnlich wie beim LSD, ja, wir das schon kennen. Die können aber auch bis zu Nahtoderfahrungen gehen. Das sind dann die Leute, die es nie wieder anfassen. Also die das durchhaben, sagen, bleib mir bloß weg damit. Das habe ich einmal erlebt, dass wir die wieder haben. Das war so grauenvoll. Also sie liegen dann da, können sich nicht mehr bewegen und denken, dass sie sterben. Und das ist Special K. Ist also eigentlich ein zweckentfremdetes IV-Narkosemittel. Gibt es weitere Fragen? Christa Bauer, Werbungshilfe. Ja. Können Sie in Ihrem Labor jetzt Tilidin nachweisen? Ja, schon lange. Seit Jahren. Also Tilidin, nur Tilidin, Tramadol machen wir. Und wir empfehlen es halt bei den Patienten, die sind ja schlau, die steigen ja teilweise auch um. Ja, wo man einfach sagt, ich habe den Verdacht, dass so eine Substanz eine Rolle spielt, so von ihrem klinischen Eindruck her. Aber wir stellen fest, Opiate sind immer negativ. Dann würde ich schon empfehlen, das mal so ein bisschen zu erweitern und zu gucken, könnte sowas eine Rolle spielen. Und das machen wir im Urin routinemäßig jeden Tag. Also wir machen es schon lange für Klinik für Maßregelvorzug, für Justizvollzugsanstalten, gerade wenn die kommen von der Straße, um zu wissen, was bringen die eigentlich für den Hintergrund jetzt mit. Also muss man ja wissen, welche Abhängigkeiten stehen hier möglicherweise zur Debatte. Auch in Weilburg aus der Gefahr auf dem Vollzug in der Welt. Eine Frage zu positiven Opiatergebnissen, die angeblich auf den Konsum von Mohnbrötchen oder Mohnkuchen also da ist was dran, weil wie das Rohopium, Sie wissen, Afghanistan, was war im Fernsehen, 95% des Bruttoinlandsproduktes von Afghanistan wird mit Rohopium erwirtschaftet. Herr Karzai spielt da auch eine Rolle. Die Amerikaner haben die Felder nie bombardiert, weil dann hätten sie einen echten Krieg an der Hacke gehabt. Die wissen warum nicht. Also dort wird aber natürlich auch der Schlaf nun kultiviert. Und oder der wird der Mohn ja auch kultiviert, um eben diese Mohnsamen zu erzeugen. Dabei werden diese Mohnkapseln, die da geerntet werden und wo ja diese Körnchen drin sind, die werden zwischen steinernen Walzen zerbrochen. Und dann rieselt der Mohn raus. Weil das ist kein Schüttelmohn mehr, der, wenn er reif ist, oben so Löcher bekommt wie ein Pfefferstreuer, sondern die Kapsel bleibt zu. Wenn ich jetzt natürlich vorzeitig ernte und einen gewissen Anteil von unreifen Mohnkapseln damit zerquetsche, dann tritt natürlich eben jener Pflanzensaft aus, den wir als Rohopium kennen. Das heißt, es ist heute tatsächlich so, wir haben das auch getestet, wir haben einen Kuchen Mohnblech unter die Technicians geworfen und haben das mal verfüttert. Und die mussten dann alle anschließend Urin abgeben und die waren von 15 Leuten, waren 14 knacke positiv auf Opiate.
Das geht also. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn Sie sich nicht an der Nase herumgeführen lassen, sondern wie habe ich ein Mohnbrötchen gegessen, dann heißt die Auflage für den unter Überwachung, du darfst kein mohnhaltiges Gebäck essen. Das ist zwar quasi Freiheitsberaubung, wovon soll er sich sonst dann ändern? Ja, kenne ich auch, ja, esse ich aber so gerne. Geht dann aber leider nicht, weil wir knallhart sagen, ein positives Opiaterlebnis ist ein positives Opiaterlebnis. Und ob du das nun aus Mohn oder wo auch immer her hast, ist uns völlig wurscht, das Ergebnis ist positiv. Und wenn du das nicht willst, dann lass die Finger von dieser Art von Gebäck. Das gilt dasselbe mit dem Ethylglucuronid als Alkoholmarker. Listerine zum Beispiel enthält Ethanol, deswegen macht es ja die dicken Backen. Aus dem Ethanol wird übrigens leider dann Formaldehyd und wir wissen, dass das Krebs auslöst. Und jahrzehntelange Listerine-Benutzer haben leider das Risiko für Mundbodenkarzinome. Das sagen die aber nicht in der schicken Werbung mit dem Mann mit dem Boot. Aber es ist leider so. Benutzen Sie bitte Mundwasser ohne Alkohol. Und die dürfen das nicht, weil wenn sie mit sowas den Mund ausspülen, ist der ETP-Test positiv. Also man muss denen schon ein Blatt in die Hand geben, wo draufsteht, das dürfen, sollen Sie bitte unbedingt vermeiden, weil es Ihnen tatsächlich den Test stören kann. Also bei dem Mohngebäck ist es bekannt. Ja. Nochmal umgekommen. Wissen Sie, inwiefern in Substitutionspraxen die Drogen, die Sie jetzt gerade genannt haben, auch getestet werden in den Urinkontrollen? Solange sie nicht getestet werden müssen, wahrscheinlich eher nicht. Also, nee, das ist ja vorgeschrieben, was getestet werden muss. Aber natürlich, ich hatte neulich so einen 1,60 großen Kleen Stratzer, der hatte irgendwie eine Auflage THC. So, das stand er da in seiner Zimmermannsmontur, kam gerade vom Baumarkt, jetzt Resozialisierung, sagt er zu mir, ich kiff ja schon lange nicht mehr, ich nehme nur noch synthetische, die könnt ihr ja nicht nachweisen. Sagen wir mal, gucken wir mal. Ich habe ihm dann den Befund persönlich ausgehändigt am nächsten Tag. Ich habe gesagt, hier, jetzt kannst du lesen und weinen. War einfach eine Scheißidee. Ja? Ist ja klar. Ich meine, die informieren sich vorher sehr genau. Die Leute sind heute aufgeklärt, die tauschen sich aus. Es ist eben nicht mehr Christiane F., die irgendwo in dieser Disco mal sich den ersten Druck setzt, weil das so schick ist. Sondern die sind heute sehr, sehr abgeklärt und die wissen genau, was Labore können. Es wird in Berlin auch gehandelt, da kannst du hingehen, die sehen sowieso nichts und da solltest du nicht hingehen, weil die finden alles. Ja, da sind die sehr gut informiert. Das heißt, auf der anderen Seite ist es natürlich eine Kostenfrage, wenn ich jetzt als Substitutionspraxis sage, darauf muss ich testen, das kann ich auch vergütet bekommen, ja, dann werde ich nur darauf testen. Das ist nun mal so, ja, denn ich muss ja dann mein Geld dafür wieder bekommen. Das ist jetzt wieder ein politischer Impuls, das haben wir genauso mit der Bewährungshilfe. Das Budget für das Drogenscreening ist schmal. Wenn ich das Spektrum erweitere, wird das natürlich ein Stück weit teurer. Ja, ein Stück weit. Wir ziehen sie nicht über den Tisch und versuchen das irgendwie so preiswert wie möglich zu machen. Aber wenn ich mehr Informationen haben will, und die brauche ich heute, kostet das eben mehr Geld. Das ist aber genau wie die Änderung des Betäubungsmittelgesetzes eine politische Diskussion. Wie sieht denn eine sinnvolle Drogenarbeit aus? Wie sieht denn ein sinnvolles Monitoring aus? Mache ich das als Feigenblatt und teste auf 3 olle Klamotten, die kein Schwein mehr nimmt und alle sind negativ und wir freuen uns alle, wie toll das klappt. Ja? Und am Ende klappt es doch nicht. Oder sage ich, wenn ich das mache, ist das eine knüppelharte Angelegenheit und dann muss ich auch wirklich darauf achten, dass ich sinnvoll teste und das, was dieser Mensch tut, auch wirklich sehe. Nicht, weil ich dem den Kopf abreißen will, sondern weil ich dann vielleicht ein entsprechendes Hilfsangebot loslasse, was ich sonst nie loslassen würde, weil ich denke, sie alle den Butter hier. Man nimmt ja nichts. Gibt es noch Fragen? Sonst können wir es auch, glaube ich. Ja, wunderbar. Mich würde mal interessieren, was Ihre Meinung bezüglich der Diskussion zum Drug-Checking ist. Also Legalisierung von Checking von Tabletten, die ich kaufe. Also ich habe das in Hannover damals schon erlebt, da hatten wir die Hochzeit des Ecstasy und diese ganzen Geschichten und da gab es ja schon im Rahmen der akzeptierenden Drogenarbeit. Ich habe das damals so verstanden, dass das im Prinzip so eine Art trojanisches Pferd ist, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, was ja schon mal gut ist, um über Risiken aufzuklären und nochmal klar zu machen, womit gehst du da eigentlich um. Das Checking irgendwo am Schreibtisch, wir haben eine 500.000 teure Maschine da stehen und dann kommt einer und sagt, ich teste hier Drogen auf gefährliche Beimengungen mit so einem Tüpfel-Schmier-Reagenzientest, dann wären wir schlechte Analytiker. Ich meine, damit sehen Sie nichts. Das heißt, dieses Checking ist letztlich analytisch völlige Augenwischerei. Das ist ein Taschenspielertrick und hat im Prinzip nur den Sinn, den
prospektiven Konsumenten mal auf seine vier Buchstaben hinzusetzen und zu sagen, so, pass auf, während ich jetzt hier diesen tollen Test mache, Tropf, 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 oh, wird blau oder wird nicht blau, hat auch nichts zu bedeuten, reden wir doch mal drüber. Ja? Das finde ich sinnvoll, nur man sollte die Kirche im Dorf lassen, dieses Checking ist kein Checking, das ist keine Analytik, die da stattfindet, sondern es ist im Prinzip, weiß ich nicht, der Kosmos-Chemiebaukasten, der keine Aussage erlaubt. Ich könnte Ihnen eine MDMA-Tablette dahin bringen, die voll ist mit Strychnin. Die würden Sie als absolut bedenkenlos testen. Wenn Sie die nehmen, sind Sie in einer halben Stunde tot. Also das funktioniert nicht. Ja? Aber die Idee ist nicht schlecht. Ja? Danke. Herr Vorne? Ja, hallo, Max Lehner vom Akzept-Bundesvorstand. Vielleicht, um den Fragesteller noch ein bisschen zu ergänzen, wenn hier von Fact-Checking gesprochen wird, dann meinen wir genau so Apparate, die Sie auch im Angebot haben. Sowas wurde an der Charité ja auch schon gemacht. Dann kriegt er die Tablette wieder? Das hängt ein bisschen vom Rechtsrahmen ab. Die Fragen, dass die Kollegen in der Schweiz das machen und in Österreich das praktizieren, und zwar genau in so einem Labor, das ist dann halt auf dem Sachbezug drauf, damit es auch zur Party kommen kann. Da funktioniert das dann entsprechend. Da waren auch mit den gleichen Professionalität wie Sie die Sachen analysiert. Also insofern ist das, diese Schnelltests nicht mit echtem Truck-Checking zu vergleichen, was hier in der politischen Diskussion ist. Nur um das vielleicht anzumerken. Gut, wenn wir mittlerweile Sattelzüge haben, ich kenne es halt noch so, dass man es mit dem Tischchen loszieht und mit ein paar Reagenzien und da irgendwie Farbtests macht. Ist natürlich schön, wenn das bezahlt wird. Ich denke, mit dem TÜV-Test erfüllt man letztlich auch denselben Zweck, weil sie kriegen die Leute ins Gespräch. Das ist ja schon mal der Fall. Ja gut, insbesondere wenn man hintere Informationen gibt und wie gesagt, das zeigen die Erfahrungen aus Schweiz und Österreich, reflektieren sie auch sehr viel mehr, weil dann haben sie zum Beispiel so Sachen wie, ich habe so viel Milligramm MDMA genommen, ich hatte diese Wirkung, das ist natürlich für eine Reflexion von Drogenkonsum enorm wichtig, nicht nur zu wissen, was könnte da drin gewesen sein, sondern vielleicht auch die Dosis zu kennen. Aber meine eigentliche Frage ist, Sie haben am Ende zwei Begriffe ein bisschen miteinander gleichgesetzt. Da ging es um die Verfügbarkeit von Drogen und dann haben Sie erst von der Verfügbarkeit gesprochen und dann gleichzeitig noch von der Freigabe und der Legalisierung, als ob das alles eins wäre. Wenn ich Ihre Berichte anhöre, wie leicht man das aus China mal eben schnell bestellen kann oder an der Hasenheide bekomme, dann haben wir doch genau das, was Professor Söder vorhin gezeigt hat. Wir haben da auf der einen Seite eine Prohibition mit fatalen Folgen und auf der anderen Seite so ein bisschen bei den Legalisierungen wirklich ein Wildwestkapitalismus, also einen komplett freien, völlig unkontrollierten Markt. Ja. Und da wäre doch die Frage, ob ein dritter Weg, das in der Mitte, dass man das nach Apothekenstandards verkauft, mit den Beipackzetteln, völlig unsexy, völlig entmystifiziert, nicht vielleicht der Weg wäre, wie man die Konsumenten besser an ihre Drogen kommen lässt, ohne dass sie vielleicht noch so viel Mist kaufen und auch gleichzeitig noch informiert sind. Wir sind nicht in der Polizei jagen. Und ich glaube, das ganze Drumherum, was wir gerade machen, sparen und vielleicht weniger Schäden haben. Ja, da gibt es, glaube ich, zwei Punkte, die mir da so durch den Kopf gehen, die ich da gerne einwenden würde. Das erste ist natürlich, wir haben ja gehört, wie viel Geld die organisierte Kriminalität damit verdient. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir geben das, muss ich das bei den Apothekern entschuldigen, in der Apotheke ab. Ich glaube, die Apotheker haben da auch was dagegen, zu so einer Art staatlichen Drogendealer herangezogen zu werden. Es gab ja schon mal so Sommerloch-Initiativen, jedes Jahr wieder Legalize Cannabis und die Apotheken. Und die Apotheker jedes Mal gesagt, nicht mit uns. Ich glaube auch nicht, dass die das jetzt mitmachen würden. Glauben Sie wirklich, dass die organisierte Kriminalität sich so leicht das Butter vom Brot ziehen lässt? Ich habe Ihnen eben gezeigt, wie viele neue Substanzen es gibt. Die müssten Sie alle reguliert abgeben. Denn die Mystifizierung, das hat ja immer zwei Sachen. Das sind ja immer zwei Sachen. Einerseits macht es mir Angst, wenn ich im Dunkeln in die Hasenheide gehen muss. Vielleicht beim ersten Mal noch. Beim zweiten Mal habe ich gelernt, diese Herren dort sind über die Maßen freundlich und serviceorientiert. Die kennen mich dann auch schon beim Vornamen. Ja? Also damit ist das mit der Gefahr schon relativiert. Und die Mystik rührt ja eben auch daher, dass das Illegale ja auch was Spannendes ist, was ich da tue. Das heißt, ich nehme von diesen Substanzen, und das mag ein positiver Effekt sein, ein Stück weit ein Reiz, indem ich in eine langweilige Apotheke in Reinickendorf laufe und mir da mal Gras kaufe. Ja, und die ältere Apothekerin über die Lesebrille mir nochmal erklärt, dass ich da aufpassen soll. Das mag so sein, aber gucken Sie sich mal die ganzen anderen Verbindungen an. Warum sind heute keine, gehen die jungen Leute nicht mehr zu Facebook? Weil die Alten da heute sind. Das heißt,
weil die Leute kiffen heute weniger, weil ihre Eltern kiffen. Und es gibt für junge Leute nichts Schlimmeres als das.